Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Top-Eigenschaften von Top-Networkern beziehungsweise die Erfolgsgeheimnisse von Top-Networkern. Und speziell geht es um die Erfolgsgeheimnisse von einem der Top-Networker in Europa, der sich konstant den Top 5 oder unter den Top 5 Networkern weltweit auch hält, was die Provisionsauszahlungen und so weiter betrifft, nämlich Rolf Kipp. Rolf Kipp ist so im Network Marketing mein Vorbild und ich konsumiere im Prinzip eigentlich alles, was ich von Rolf Kipp irgendwie in die Finger kriegen kann, sei es Publikationen oder auch dementsprechend YouTube-Videos etc. Und man kann natürlich so gewisse Eigenschaften nicht nur bei ihm sehen, sondern bei vielen, vielen anderen Top-Networkern auch. Und diese Erfolgsgeheimnisse, was sie so richtig machen, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Klar, ist es jetzt nicht so, dass Rolf Kipp hier eine Liste mir gegeben hat und gesagt hat, das und das sind die Punkte, sondern das sind meine Interpretationen. Es ist genau das, was ich bei vielen, vielen Top-Leuten antreffe, was ich einfach sehe bei diesen Menschen und was ich halt eben auch gerade bei Rolf Kipp immer wieder so feststelle, zumindest von dem, was man halt offensichtlich auch sehen kann. Wenn dich das Thema interessiert, würde ich mich freuen, wenn du dranbleibst. Du siehst jetzt hier schon bereits die Punkte. Ich werde da jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Ich mache jetzt auch das Video aus, damit damit du dich voll und ganz auch dann hier drauf konzentrieren kannst. Genau, also Erfolgsgeheimnis Nummer 1 ist, du brauchst ein gutes Unternehmen mit massentauglichen Produkten und am besten sollten diese auch nicht erklärungsbedürftig sein. Das ist eine Tatsache, die teile ich absolut. Ja, die Produkte, die sollten am besten von den Menschen bereits akzeptiert und gewollt sein. Das Unternehmen, das sollte ein bewährtes, ein stabiles, gefestigtes Unternehmen sein. Wenn wir jetzt gerade mal im Beispiel von Rolf Kipp bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Rolf Kipp, als er bei oder war Forever Living Products, als Rolf Kipp dort eingestiegen ist, bereits 15 Jahre alt. Ja, das heißt, war schon 15 Jahre am Markt. Und das zeigt einfach, dass du auch in bereits gewachsenen Unternehmen unter die Top 5 weltweit kommen kannst, wenn du natürlich bereit bist, die richtigen Dinge dann auch zu tun. Und das ist ein Punkt, der sollte halt einfach nicht so übergangen werden, weil schätzungsweise ist es so, dass 95% der neu gegründeten Unternehmen die ersten 5 Jahre nicht schaffen. Ja, und ein bereits etabliertes Network-Marketing-Unternehmen ist da eben halt ein wichtiger Erfolgsfaktor, weil ich sag's mal so, bist du, wenn du jetzt noch keine Erfahrung in Network-Marketing hast, bis du gelernt hast, wie Network-Marketing wirklich funktioniert, brauchst du 1-2 Jahre, bis deine Downline anfängt, sich von selbst zu duplizieren, von selbst heraus organisch zu wachsen. Kann es auch mal 1-5 Jahre dauern und wenn das Unternehmen halt, ich sag mal, jetzt innerhalb dieses Zeitraums scheitert, dann fängst du halt wieder neu an. Das Schlimme daran ist einfach die 5 Jahre. Wenn wir jetzt mal bei den 5 Jahren bleiben, die du investiert hast, die sind dann halt einfach verloren und die Zeit ist einfach das Wichtigste im Leben. Ja. Alles kann man irgendwo wieder erreichen, aber Zeit, wenn sie halt mal verstrichen ist, ist sie verstrichen. Das wäre halt sehr, sehr schade. Und deswegen ist es aus meiner Sicht besser, auf ein bereits etabliertes Unternehmen sein Business aufzubauen. Sogar oder erst recht, wenn man die Branche erst relativ frisch auf die Branche kommt und sich noch nicht auskennt. Das zweite Erfolgsgeheimnis, du solltest nebenberuflich starten. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, weil das ist ja gerade das Schöne am Network Marketing, dass man es nebenberuflich starten kann und dass es vor allen Dingen auch nebenberuflich ausgeübt werden kann. Das bedeutet, dass du kein Risiko eingehst. Du kannst nebenberuflich dein Business aufbauen, ohne jetzt, ich sag mal, deinen Job aufgeben zu müssen. Du kannst das Ganze halt so lange tun, wie du willst. Ja, entweder für immer oder so lange, bis halt dein Einkommen halt so hoch ist, dass du, ohne Risiko und Einkommensbußen
deinen Job quasi an den Nagel hängen kannst. Und Rolf Kipp hat ebenfalls nebenberuflich gestartet und ja, und der nebenberufliche Start ist aus meiner Sicht ja das Beste, was du tun kannst, weil du hier ohne finanzielles Risiko ja in Ruhe auch die notwendige Langfristigkeit mitbringen kannst, um dein Geschäft auszubauen. Was nicht heißt, dass es ohne Arbeit geht und man sich Zeit lassen kann beim Aufbau, sondern es geht halt einfach darum, dass man weiß, egal was passiert, ich habe noch die Sicherheit meines Hauptjobs im Rücken. Drittes Erfolgsgeheimnis: Ausdauer, Kontinuität und nötige zeitliche Fokussierung. Ja, man könnte auch anders sagen, Geduld, Zielstrebigkeit sind das A und O. Und das ja, ist einfach ein Punkt, wo ich sehr, sehr häufig sehe, dass das ja nicht vorhanden ist. Ja, man muss sich halt einfach mal Zeit geben, um Network Marketing auch zu erlernen, wenn man neu ist in der Branche. Und die Großen der Branchen oder der Branche, die haben halt ja ihren Erfolg auch nicht von heute auf morgen aufgebaut, ja, sondern die haben viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dafür gearbeitet und kontinuierlich an ihrem Geschäftserfolg gearbeitet, ja. Und wer halt großen Erfolg will, der muss eben auch bereit sein, wenn möglich ein Leben lang dem Unternehmen, was er ausgewählt hat, bestmöglich treu zu bleiben und sich dem Aufbau eben seiner Struktur halt zu widmen. Erfolgsgeheimnis Nummer 4, ja, konzentriere dich halt voll und ganz zu 100% auf ein MLM-Unternehmen, ja. Rolf Kipp ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehr als 20 Jahre in seinem Unternehmen, ja, ist der Firma treu und arbeitet einfach dran, sein Unternehmen aufzubauen. Und das ist halt etwas, was ich sehr häufig sehe, auch wenn ich Anfragen bekomme von anderen Networkern. Bei manchen ist es sogar so, die haben mir schon 4, 5, 6 Mal eine Anfrage gestellt und ja, es war immer ein anderes Unternehmen und das auch immer in einem kurzen Zeitraum, ja. Und das ist halt einfach nicht das, ja, worum es geht, ja, in der Sache. 5. Punkt. Verschaffe dir Klarheit in schwierigen Situationen. Hiermit ist einfach gemeint, dass wenn du vor einer schwierigen Situation stehst oder wenn du ja einen Fehler gemacht hast, dass du diese möglichst klar analysierst, ja, dass du den Fehler halt kein zweites Mal machst, ja. Und wenn du vor einer schwierigen Entscheidung stehst, nicht so richtig weißt, wie du dich jetzt entscheiden sollst, dann ist es am besten, wenn du dir darüber Klarheit verschaffst, dass du dir alle Informationen einholst, die du kriegen kannst, ja. Das heißt nicht, dass du es totdenken sollst, sondern du sollst ja einfach die Informationen einholen und in dem Moment, wo du die Informationen sichtest, bekommst du schon auf Grundlage dieser Informationen ja, ein Gefühl, ja, was die richtige Entscheidung wäre. Letzten Endes stellt sich es immer erst hinterher heraus, ob die Entscheidung richtig war, aber so kannst du das eben halt am besten vorbereiten. Dann sind wir hier bei Punkt Nummer 6, wenn du hinfällst, steh auf, mach immer wieder weiter und ja, und das ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg ja, im Network Marketing. Weißt du, viele Menschen, die sehen halt immer gerade den Erfolg jetzt von einer Person. Die sehen, was eine Person jetzt ist, was sie jetzt hat. Und sie sehen halt den heutigen Erfolg einfach. Ja. Und manchmal hört man dann auch so Aussagen wie, ja, derjenige hat halt Glück gehabt. Und wenn man aber mal so ein bisschen genauer hinschaut, ja, dann sieht man erstmal, was erfolgreiche Menschen auch dafür tun müssen, ja, um diesen Erfolg dann auch tatsächlich zu erreichen, ja. Ich habe hier zu diesem Video habe ich auch einen Blogartikel erstellt. Verlinke ich dir unterhalb des Videos und da ist auch ein Interview mit Rolf Kipp und Tobias Beck drauf. Und beziehungsweise ich werde das dort einbinden und schau dir dieses Interview auf jeden Fall an. Das lohnt sich definitiv, weil da siehst du auch, dass bei Rolf Kipp, ja, dass da auch nicht alles nach Plan lief und dass er durch ja ein paar schwierige Situationen hat durchgehen müssen. Und ja, und das ist das, was man sehen muss, dass vor dem Traumleben, was viele so draußen, was man so halt sieht, ja, man sieht ja überall schöne Autos, teure Gegenstände, aber bis man dahin kommt, ja, da muss man auch einen gewissen Preis bezahlen und das muss man halt eben auch sehen. Und wenn der Erfolg halt über Nacht kommt, ja, dann hat man meistens viele Jahre
davor daran gearbeitet. Dann sind wir jetzt bei Punkt 7, blicke zuversichtlich in die Zukunft, also Optimismus, ja. Das ist was, was erfolgreiche Networker auszeichnet, egal wie schlimm oder aussichtslos eine Situation auch auf den ersten Blick aussieht. Erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Networker schaffen es immer wieder, sich auf ihr Ziel zu konzentrieren und zu fokussieren, ja, sich darauf auszurichten, was einmal sein wird, ja, da wird nicht gejammert, da wird nicht geklagt oder sonst irgendwas, ja, sondern es wird einfach weitergemacht, ja, immer den nächsten Schritt, was ist der nächste Schritt, ja, was ist jetzt der Engpass, was kann ich jetzt als nächstes tun, um weiterzukommen, ja. Und das ist auch letzten Endes der entscheidende Fokus, weil es nützt nichts, in Selbstmitleid zu agieren. Davon ändert sich die Situation nichts. Nur wenn wir uns darauf ausrichten und überlegen, okay, was muss ich denn jetzt eigentlich als nächsten Schritt tun, um diesen Engpass, sage ich mal, zu überbrücken, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann Punkt Nummer 8, Erfolgsgeheimnis Nummer 8, nutze Online- und Offline-Methoden, um neue Kontakte zu machen. Beides hat seine Berechtigung, ergänzt sich wunderbar. Manche Dinge sind sinnvoller offline zu machen, manche Dinge sind sinnvoller online zu machen. Früher war es halt deutlich zeitaufwendiger, ich sag mal, Präsentationen abzuhalten, Produktverkäufe zu erzielen, dank Social Media, dank ja den Möglichkeiten von Online-Marketing, der Technik, die wir heute haben, ja. Da ist ja der Aufbau eines MLM-Business deutlich schneller und einfacher machbar für jeden, der ja das Ganze halt will. Wir zum Beispiel haben in unserem Team ein System geschaffen, mit dem es unseren Teampartnern wunderbar möglich ist, ja, das Beste aus beiden Welten für sich einfach herauszusuchen beziehungsweise herauszunehmen und für den Aufbau ihres Business halt zu verwenden. Und das ist etwas, was auch ich jedem empfehlen kann, nicht zu sagen, ich mache nur online oder nur offline, weil letzten Endes ist es ist der beste Weg, ja, die Strategien zu nutzen, die in den beiden Welten, also online und offline, eben gut funktionieren. Punkt Nummer 9, Erfolgsgeheimnis Nummer 9, entwickle dich weiter, lerne immer wieder was Neues dazu. Auch das ist nichts Neues, ja, aber es ist halt einfach so. Stillstand bedeutet Rückschritt, ja. Und gerade die neuen technischen Möglichkeiten, die zum Beispiel Online-Marketing bietet, ja, bieten super Möglichkeiten, das Geschäft schneller aufzubauen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich die Technologien, die Methoden, Strategien, auch Märkte, ja, dass sich das alles immer schneller und schneller entwickelt. Und wer hier sich nicht ständig weiterentwickelt, wer da nicht mitwächst, der wird dann früher oder später auch den Anschluss verlieren und ist halt eben der Konkurrenz hinterher. Punkt Nummer 10, Erfolgsgeheimnis Nummer 10, kontinuierliche Arbeit, auch hier, ja, keine Raketenwissenschaft, nichts Neues, aber ich erlebe das immer wieder, ja, und ich sehe das bei vielen, vielen Menschen, die einfach nicht bereit sind, die nötigen Dinge zu tun, die zum Erreichen der eigenen Ziele, der eigenen Träume halt eben wichtig sind, ja. Wenn wir jetzt mal wieder zu Rolf Kipp zurückkehren, Rolf Kipp war bereit, täglich an seinem Unternehmen zu arbeiten, hat 3 bis 4 Präsentationen pro Tag gegeben, ja, am Abend seine Partner eingearbeitet. Das kannst du auch nachlesen bei der Netco. Da gab es ein super Interview mit Rolf Kipp, wo das halt eben auch drinsteht. Und 3 bis 4 Präsentationen pro Tag am Abend die Partner einarbeiten. Da ist einfach die Frage, bist du bereit, ja, das zu tun? Bist du bereit, die Bereitschaft mitzubringen? Ja, einfach mal ganz ehrlich zu sich selbst zu sein, sich die Frage zu beantworten und und dann sieht man das auch, wenn man das über einen langen, langen Zeitraum macht, teilweise ohne Urlaub. Das ist die Bereitschaft, die es einfach braucht, gerade in den Anfangsjahren sein Geschäft eben halt aufzubauen. Erfolgsgeheimnis Nummer 11, ja, auch etwas, wo ich 100% mit übereinstimme, ist nicht verkaufen, sondern empfehlen. Da streiten sich jetzt natürlich die Geister drüber, weil die einen sagen, naja, es wird immer was verkauft. Klar, das ist auch logisch. Also klar ist einfach mal Fakt, egal ob du es jetzt empfehlen oder verkaufen nennst. Letzten Endes wird eine Ware gegen Geld getauscht. Also der Besitzer von einer Ware
wird gegen Geld eben einfach gewechselt. So, und das einfach mal Fakt, und das nennt man halt eben Verkauf. So, und jetzt gibt es aber zwei Arten, wie man Verkauf sehen kann. Ja, zum einen kann man, ich sag mal, einen aktiven Verkauf nehmen. Das ist eher so ein argumentativer Verkauf, wo man versucht, Menschen etwas zu verkaufen, die gar nicht den Bedarf sehen oder gar nicht die Notwendigkeit oder das Produkt vielleicht auch gar nicht wollen und benutzen wollen. Ja, das ist die eine Seite des Verkaufs, und das ist die Seite des Verkaufs, wo viele Menschen einfach davor sich fürchten, wo sie Angst haben davor, was sie einfach nicht wollen. Ja, und das ist der Verkauf, der halt auch oft dazu führt, dass Verkauf auch einen schlechten Ruf hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze einfach ein bisschen entspannter zu sehen und einfach Dinge weiter zu empfehlen, die gut sind. Da gebe ich dir auch gerne ein Beispiel. Stell dir mal vor, du verkaufst ein Produkt, was gegen Migräne hilft, oder du hast ein Produkt erfunden, was gegen Migräne hilft, ja. Und jetzt triffst du auf eine Person, die leidet halt eben an Migräne und hat regelmäßig Migräneanfälle. So, wenn du der Person jetzt auf eine nette, charmante, sympathische Art und Weise zeigen kannst, dass dein Mittel gegen Migräne hilft, ja, dann brauchst du der Person das nicht argumentativ zu verkaufen. Du brauchst auch nicht 15 Mal hinterher telefonieren und fragen, ob sie das Produkt jetzt haben möchte, sondern die Person wird, wenn sie die Migräne tatsächlich loswerden will, in dein Produkt investieren und wird das Produkt dann auch testen. Ja, du musst dieser Person dann das Medikament nicht schmackhaft machen oder die Vorzüge oder so anpreisen, ja, sondern du musst es einfach die Person auf eine nette, sympathische Art und Weise drauf ansprechen, den Bedarf quasi klar machen und dann die Lösung dafür liefern. So kann das auch funktionieren. Und dann ist Verkaufen eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, wenn man weiß, man sortiert aus. Ja, das heißt, man sortiert einfach Interessenten von nicht interessierten Menschen aus. Ja, und dann kann das Ganze, wie gesagt, deutlich angenehmer verlaufen. Zwölftens, auch das keine Neuigkeit, aber existenziell wichtig. Es geht immer darum, auch neue Partner ins Unternehmen zu bringen. Ich sage immer so, was für das Blut, der Sauerstoff ist, das sind neue Partner für dein MLM-Business. Die bringen den nötigen Drive, den nötigen Schwung in die Organisation. Und wenn du als Führungskraft regelmäßig neue Partner in das Geschäft bringst, dann ist das einfach auch die beste Motivation, die du für deine Partner geben kannst, weil die Partner dann sehen, es funktioniert, ja, da geht jemand voran, der weiß, wie es geht, und wenn es bei ihm funktioniert, habe auch ich die Chance, dass es bei mir funktioniert, ja. Am besten gewinnst du dann eben neue Partner, indem du nach einem System arbeitest. Falls dich mal interessiert, wie wir arbeiten, findest du auch unterhalb des Videos den Link. Stelle ich dir da zur Verfügung, dann kannst du das mal live in der Praxis angucken. Erfolgsgeheimnis Nummer 13 ist dann im Zusammenhang mit dieser Sache eben auch, dass du erfolgreiches Handwerkzeug, erprobte Arbeitsweisen nutzt und diese dann eben, nachdem du sie getestet hast, nachdem sie funktionieren, dann auch an deine Partner halt eben weitergibst, ja, um damit die das Ganze eben halt für sich auch einsetzen können. Wichtig ist da dabei, wenn du etwas Großes aufbauen willst, ja, dann muss es einfach sein. Auch das ist ein Zitat, was ich bei Rolf Kipp aufgeschnappt habe. Wenn du etwas Großes aufbauen willst, dann muss es einfach sein, ja. Und das ist immer so auch meine Prämisse, dass ich immer schaue, kann ich noch was vereinfachen? Ist es wirklich so, dass es, ich sag mal, meine Oma verstehen könnte, dass es ein 7-jähriges Kind verstehen kann, ja, und was kann man noch vereinfachen? Frag dich daher immer wieder, ob du das Geschäft und die Arbeitsweise, so wie du es betreibst, ob es einfach ist und was du da halt noch vereinfachen kannst. Schritt Nummer 14 oder Erfolgsgeheimnis Nummer 14 ist, Wachstum gibt es nur durch neue Partner. Wir haben es eben schon angesprochen, dass wir neue Partner brauchen. Deshalb solltest du für dich einfach immer, und das ist auch ein Tipp, den ich von Rolf Kipp habe, dass du immer dein Geschäft alle 3 Monate ja von vorne beginnen solltest. Ja,
mach quasi so einen kleinen Check, was hast du alles angepackt die letzten 3 Monate, was hast du nicht zum Laufen bekommen, da mach einfach einen Haken dahinter, fang wieder von vorne an und starte alle 3 Monate dein Geschäft neu. Es gibt auch ein schönes Zitat hier dazu, ich glaube es ist von Jeff Bezos von Amazon, dem Amazon-Gründer, der gesagt hat, bei ihm ist jeder Tag der erste Tag. Ja? Also er fängt jeden Tag an, so als würde er komplett von vorne anfangen. Erfolgsgeheimnis Nummer 15, Individualität hat in einem Duplikationsgeschäft nichts zu suchen. Ja, hier sehe ich, es ist ein Rechtschreibfehler, kein Problem, wir sind ja live. Duplikationsgeschäft, also Individualität hat in einem Duplikationsgeschäft nichts zu suchen. Und ja, frag dich, was tue ich, wie tue ich es, ist das Geschäft, deine Arbeitsweise einfach und ist sie vor allen Dingen einfach nachmachbar? Versuch immer ja möglichst gleich zu arbeiten, egal ob du jetzt eine Präsentation hältst, ob du ein Telefongespräch machst. Ja, Schule, trainiere immer das, was funktioniert und was einfach ist. Und veränder nicht so viel in kurzer Zeit, ja, sondern bleib da auch konsistent und trainiere immer ja die gleichen Dinge auf die gleiche Art und Weise. Und last but not least, arbeite hart, gib niemals auf. Weißt du, Rolf Kipp könnte sich sicherlich längst zur Ruhe setzen und könnte einfach sagen, ich mache nichts mehr. Aber das tut er nicht, ja. Zu Beginn seiner Karriere hat er sehr, sehr hart für seinen Erfolg gearbeitet und wie ich schon gesagt habe, oft 7 Tage die Woche ohne Urlaub und bis zu 4 Geschäftspräsentationen pro Tag abends dann die Partner eingearbeitet. Und und auch das ist einfach ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass er niemals aufgegeben hat. Ja, dass er immer weitergemacht hat. Und es gibt da auch so eine Geschichte von ihm, die er in einem Interview mal erzählt hat. Er hat seine erste Geschäftspräsentation hat er 100 Gäste eingeladen, es sind aber lediglich 2 davon gekommen, ja, und ja, hat er sich dadurch entmutigen lassen, es war sicherlich keine schöne Erfahrung, aber er hat trotzdem weitergemacht, hat unbeirrt einfach sein Ding durchgezogen und stell dir einfach mal vor, Rolf Kipp wäre nach diesem Meeting völlig zerstört gewesen, hätte aufgehört, weil sich der Erfolg nicht gleich eingestellt hat, dann wäre er heute nicht, ich sag mal, unter den Top 5 der bestbezahlten Networkern der Welt. Und leider gibt es halt immer wieder Menschen, die bereits nach 10 oder 20 Neins anfangen am Unternehmen zu zweifeln, anfangen an den Produkten zu zweifeln, anfangen, und das ist das Schlimmste, an sich selbst zu zweifeln und glauben, dass Network Marketing einfach nicht das Richtige für sie ist. Und das ist einfach die falsche Sichtweise, denn auch die Erfolgreichsten innerhalb dieser Branche, die müssen eben halt einfach mit Ablehnung zurechtkommen und die müssen auch mit Neins umgehen können. Und deshalb ist es einfach wichtig, immer weiter dran zu arbeiten und vor allen Dingen niemals aufzugeben. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich oder vielleicht konnte ich es auch schaffen, dich ein kleines bisschen zu inspirieren, würde mich freuen. Natürlich ist das Ganze hier niemals vollständig, ja, sondern einfach nur das, was man offensichtlich bei vielen erfolgreichen Networkern in der Branche sehen kann, speziell bei Rolf Kipp. Und wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn du das Gefühl hast, ja, die Videos machen Sinn. Teile das Ganze gerne. Ergänz die Liste gerne in den Kommentaren. Mich würde auch deine Meinung zu dem Thema interessieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.